Ein ganzes Leben lang nur ich im Zentrum, nur ich im Mittelpunkt, nur ich als Person. Ich spreche also bewusst das Ich an, also dieses Bedeutsame, was wir sind als Personen auch, aber es ist die Frage, ist es nur ich? Bin es nur ich? Dreht sich alles nur immer wieder um mich, um meine eigenen Bedürfnisse, um meine Launen, um die Art und Weise, wie ich bin, um das mich entdecken, ich bin so, wie ich bin und das braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entdecken, um tatsächlich zu begreifen, wie man so tickt und wie man so ist. Diese berühmte Selbsterfahrung, die für uns in der Psychotherapieausbildung zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Da geht es immer wieder um die Bedeutsamkeit einer Person. Um hier gleich mal salopp mit dem Zitat von Richard David Precht zu kommen, sein erstes Buch, das er geschrieben hat, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Sicherlich aus einer Alkohollaune raus entstanden. Dieser Titel von dem Buch, der ja ein Bestseller geworden ist und eingeschlagen hat, weil sich natürlich die Menschen dafür interessieren, wer sie sind, wer bin ich aus philosophischer Perspektive oder eben psychologischer oder soziologischer Perspektive, also individueller Perspektive, wer bin ich und wer darf ich sein, wer kann ich noch werden, wie kann ich mich noch entwickeln, auch ein sehr interessanter Ausdruck, sich zu entwickeln bedeutet ja, da ist eigentlich sowas wie ein Programm in mir drin und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Wir wachsen, wir haben verschiedene Entwicklungsstufen und so weiter. Es geht aber immer nur und immer wieder um das Ich. Wer bin ich? Wer darf ich sein? Und all diese Geschichten. Und ich stelle hier die Frage, war's das? War's das in deinem Leben, dass du nur von dir wahrgenommen, eingenommen wurdest, dass du dich selber nur von dir selbst eingenommen hast und dass du glaubst und denkst und dass du auch weißt, es dreht sich immer wieder etwas um dich. Du bist schuld, du bist gut, du bist schlecht, du bist den Leuten recht. Du hast so und so viele Beziehungen verloren, die sind kaputt gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann fühlst du dich zum Beispiel schuldig oder du wurdest schuldig gemacht. Oder du fühlst dich als Versagerin, als Versager. Oder du bemühst dich im Gegenteil noch mehr und mehr und mehr und versuchst dein Ich gewissermaßen zu perfektionieren, zu optimieren, wie man so schön sagt heutzutage. Diese Optimierung, diese Selbstoptimierung, egal ob im Sport oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder eben psychotherapeutisch und so weiter und so weiter. Und manchmal, wenn ich so als Psychotherapeut tätig bin und in der Ausbildung tätig bin, als Dozent für Psychotherapie, der mit Menschen darin so ein Stück begleitet, wie sie selber Psychotherapeutinnen werden, frage ich mich, mein Gott, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten einerseits total faszinierend. Jeder Mensch ist wirklich einmalig und dadurch besonders und verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit und Begegnung. Aber dann ist es auch immer wieder zu viel und du hast den Eindruck, mir reicht's jetzt, zu viel persönliches, egozentrisches, nur auf sich selbst bezogenes. Und das erleben wir alle immer wieder in Partnerschaften und Freundschaften, wenn wir sehr dicht mit Menschen zusammen sind, dass wir dann sagen, mein Gott, jetzt reicht's irgendwie. Also immer nur diese eine Person oder auch ich als Zumutung, du selber als Zumutung und keiner ist davon ausgenommen. Und sagt, das ist einfach zu stark. Gibt es da noch was anderes, außer nur wir selbst, du selbst, ich selbst? Ich meine hier nicht den Narzissmus, also diese pathologischen Ausuferungen, die Persönlichkeit und Egozentrismus einnehmen können, sondern ich meine wirklich nur dieses dominante, starke, individuelle, besondere. Und wir leben... Entschuldigung, kurze Unterbrechung, wie das so im Leben ist. Ja, ich meine nicht eben diese Besonderheiten, die ja wirklich wichtig sind für uns alle als Individuen, weil wir nun mal die sind, die wir sind. Und es ist ja auch so gewollt, dass jeder von uns einmalig ist auf dieser Welt
obwohl Menschen so viele Gemeinsamkeiten haben und so viele Standards haben, die möglich sind und die wir natürlich erkennen können und die wir berücksichtigen. Aber wenn du immer wieder merkst, mein Gott, jetzt habe ich eine Periode, da bin ich krank und dann habe ich eine Periode, da habe ich meinetwegen Klimakterium oder als Mann, ich muss meine Karriere beweisen und mich in den Vordergrund spielen und immer wieder da sein und diesen Büroalltag tatsächlich standhalten und noch mehr als standhalten. Ich muss mich gegenüber den anderen abgrenzen, ich muss mich profilieren und all das geht ja letztendlich immer wieder nur um mich. Um mich als Person, um dich als Person, um das einfach auch hier auszuweiten, was mit dem Ich gemeint ist. Das heißt, wir verbringen ein ganzes Leben lang mehr oder minder damit, dass wir uns immer wieder in einem gewissen Mittelpunkt sehen. Und wie gesagt, es ist egal, ob ich jetzt ein Schüchterner bin, ein vollkommen verdruckster Mensch, der sich nur noch unterordnet und unterwirft, oder ob ich ein sehr dominanter Mensch bin, der absolut Furore um sich macht und sich wichtig findet und unentbehrlich sieht, ohne den ein Unternehmen, eine Institution, eine Kirche, was auch immer, nicht läuft. Es ist egal, wie rum. Das kann im Minimalmaß sein oder in dem Maximalmaß sein als Mensch. Es geht immer wieder um das Ich. Und hier wirklich so die Frage und die mehrfache Frage, ist das alles in dem Sinne? Bist du nicht auch jemand, bin ich nicht jemand, sind wir nicht jemand, der die Welt auch wahrnehmen kann? Die Welt, in der wir uns befinden? Die Landschaften, die Atmosphären, die Wetterbedingungen, der Bereich, der geografische Bereich dessen oder dort, wo wir uns befinden. Also eine Welt wahrnehmen und uns eine Welt durchdringen lassen, die ja immer wieder sehr unterschiedlich ist, natürlich über uns läuft. Denn das ist ja der Sinn, dass wir als Menschen auf der Erde sind. Es läuft durch dich, durch mich, natürlich. In dem Sinne ist es gefärbt von dem Ich, von dem Egozentrischen in dem Sinne. Und es muss auch gefärbt sein, um es nochmal zu sagen. Aber dass ich es dann festhalte für mich, dass ich dann sage, ich nehme es für mich in Anspruch, es ist mir jetzt gerade zugute gekommen und das fülle ich aus und das nehme ich an und dann mache ich was draus um meiner selbst willen, damit ich reicher werde, damit ich gebildeter bin, damit ich mehr Expertin, Experte werde. Das ist das Problem. Ich meine, es gibt so vielerlei auf der Welt, auf der Erde und über das auch hinausgehend, dass wir uns immer wieder auch in einer bestimmten inneren Haltung darüber im Klaren werden können, dass es nicht nur um diese wahrnehmende Person geht, die es dann für sich alleine in Anspruch nimmt, sondern es ist ja wirklich etwas Durchdringendes. Wir nehmen an der Welt teil und die Welt nimmt an uns teil als gewollte Menschen und damit natürlich Individuen. Aber es ist doch etwas Verteiltes, das möchte ich unterstreichen. Es ist das, was einerseits in einer Person sehr zentral wirkt im Sinne des Ichs und andererseits dadurch eben in die Welt wieder hineingetragen wird. Also wirklich in der Art, dass du etwas gibst, dass du zur Verfügung stehst, dass du hilfreich bist, dass du etwas draus machst für andere oder für anderes, meinetwegen für den Klimawandel oder für was du dich auch immer engagierst. Du bist da, um eben dein Potenzial, dein ganz persönliches Potenzial in die Welt zu tragen und vielleicht ins Universum zu tragen. Also wenn du spirituell orientiert bist, dann wäre es das. Und das ist doch das Eigentliche, was dich befreit. Ich sage ganz bewusst auch mal wieder diesen Ausdruck der Befreiung. Diese Befreiung ist vor allem eine Befreiung von uns selbst, von unseren Eigenarten, von unseren Seltsamkeiten, von unseren Zumutungen. Und Achtung, jede Partnerschaft, um es nochmal zu sagen, jede Freundschaft ist auch eine Zumutung. Wenn man länger mit Menschen zusammen ist, dann ist das immer eine wechselseitige Zumutung, weil es eben starke Personen sind, negativ, positiv, egal wie rum.
Und da denkst du ja, oh, jetzt lass gut sein, lass uns meditieren, lass uns stille sein, lass uns einfach nur zusammensitzen und was geschehen lassen. Dann spüren wir nicht so die krächzende Stimme von dem Menschen oder die besondere Art und Weise, wie er plump da durch die Gegend läuft oder was auch immer das ist, sondern wir relativieren uns, also wir nehmen uns zurück, das will ich damit sagen. Dieses einerseits sehr stark sein in dem eigenen und in der eigenen Verantwortlichkeit und etwas aus dem eigenen Leben machen, aber es dann doch hinaustragen in etwas anderes oder hineintragen in etwas anderes hinein. Damit das andere dann auch, die anderen Dinge, wie vielfältig sie auch sind, genährt werden dadurch oder bereichert werden oder ausgeglichen werden. Das ist doch das Interessante. Und erst in dieser Einstellung verliere ich doch meine Eigenbezogenheit, meine nur auf mich gerichtete Eigenbezogenheit. Mir geht es so schlecht, mir geht es so gut und mir geht es immer nur so gut und nur mir geht's gut. Und ich fühle mich wohl und dann sagst du, du fühlst dich nicht wohl. Warum fühlst du dich nicht wohl? Sei so wie ich und dann fühlst du dich wohl. Das ist es nicht. Sondern das Loslassen immer wieder von der eigenen Befindlichkeit. Und insofern hat Brecht recht, indem er sagt, interessanterweise reimt sich das auch noch, Brecht hat recht, wenn er sagt, wer bin ich? Und wenn ja, wenn ich überhaupt in dem Sinne bin, das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, wie viele? Und da würde ein Buddhist sagen, ganz viele, es gibt keine Persönlichkeit. Im Buddhismus gibt es keine Persönlichkeit. Vielleicht, weil es keine geben darf, aus diesen Gründen, aus diesen jetzt genannten Gründen, weil wir dann zu egozentrisch werden und zu abgehoben und nur noch um uns selbst drehen. Vielleicht aber auch, weil sie wirklich durchblicken, meinetwegen. Und das haben ja andere Spiritualitäten in ähnlicher Weise. Und zu sagen, du bist immer wieder in der Gefahr des Egozentrischen. Also relativiere dich, stell dich zur Verfügung, höre einfach nur zu, sei stille, sei still, bemerke, nehme die Welt in dich auf, lass sie durch dich laufen. Du bist wichtig und gleichzeitig unwichtig. Du bist enorm in deinem Charme, in deinem Charisma, aber es kann leicht überborden und dann wird es schwierig. Also wenn sich nur immer wieder alles um einen selber dreht. Deswegen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch finde ich es immer wieder so interessant, einerseits zum Beispiel zu dominieren, als Therapeut, als Gruppenleiter, als Seminarleiter, als Dozent, als Ausbilder, als Regisseur. Also wirklich zu wirken in dem Sinne und im gleichen Moment eigentlich sich mich zurückzunehmen, zu sagen, okay, es sind die anderen Menschen jetzt gerade da, das ist dieser Schauspieler, diese Schauspielerin, dieser Mensch, der eine Not hat oder der eine Freude hat und ich kann dem einfach beiwohnen, beiwohnen und nicht draufwohnen und nicht noch eins für mich selber dann daraus ziehen, sondern ich bin in diesem Erstaunen, was es alles so gibt in der Welt und wer da alles so ist. Und dann kann ich mich sehr, sehr zurücknehmen und geradezu zurückziehen. Jetzt nicht im Rückzug, im beleidigten Rückzug, sondern in dem, ich relativiere mich, ich bin ganz klein. Und andere sind jetzt gerade im Vordergrund und ganz groß. Und auf der anderen Seite ist eben das andere auch wieder möglich. Also da einen Ausgleich finden zu können und dieser Herausforderung gerecht zu werden, das ist interessant für uns als Menschen. Und insofern ist das Ich, es dreht sich nur alles um mich, um meine Krankheit, meine Bedeutung, mein Vaterdasein, mein Ehemanndasein, mein Unternehmerdasein, mein Künstlerdasein, weil ich so wertvoll bin und so wichtig und der Welt etwas eben auch ja, wegnehme, nehme ich es der Welt dann weg, wenn ich es nur für mich beanspruche. Ich habe mal gehört von Picasso, der war unheimlich geizig und ich kenne einige Künstler, so also unter anderem auch Freunde von mir, die ihre Dinger nicht hergeben, die ihre Bilder nicht hergeben, die das geizig für sich behalten, weil es ein unschätzbares Werk ihrer selbst ist. Und da frage ich mich, was ist denn da los? Ein Kunstwerk ist dafür da, dass es in die Welt kommt. Und wenn du dafür 100.000 Euro kriegst, okay, kannst du ja wieder spenden oder was weiß ich.
oder eben nichts bekommst, das ist egal, aber es ist doch dafür da, dass es jemand sieht, so wie ich eben hier auch nicht mehr publiziere in dem Sinne, dass ich sage, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Das ist ja immer noch total in, ich schreibe ein Buch. Und wie viele Verlage bereichern sich zurzeit daran, an dem Gusto der Leute, ich schreibe ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben über meinen, oder was ist dann meistens irgendeine Erzählung aus einer Biografie, die ja auch Milliarden Menschen mit dir teilen. Auch. Also, das ist so irgendwie so einseitig. Ich käme gar nicht auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, irgendeinen Lektor vor mir gesetzt zu bekommen und dem nach Verlagspfeife zu tanzen und all die Geschichten, sondern glücklicherweise darf ich hier so publizieren bei YouTube. Und wenn es YouTube nicht gäbe, gäbe es was anderes. In der Form, und da können wir uns mitteilen, wenn es sein muss, der ganzen Welt und wenn es sein muss, auf Englisch. Und das ist dann auch nochmal toll, weil es ein ganz anderes Publikum erreicht, nochmal eine andere Reichweite hat und das. Aber auf einfache Art und Weise sich mitzuteilen, vielleicht nimmt der eine oder andere etwas auf davon und es bereichert sie und ihn. Und dann ist gut, also eine Zeit lang und nicht für alle Maße. Und ich habe Hau gesprochen, wie Rudolf Steiner, wie die, all diese Größen hießen, Sigmund Freud, und die waren ja alle so auch in einer Alterskohorte damals im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts und haben unheimlichen Trara um sich selber gemacht, um ihre Person. Oder es wurde dann in einer Huldigung ein Trara um diese Person gemacht. Und glücklicherweise leben wir ja nicht mehr in der Zeit, obwohl man manchmal den Eindruck haben könnte, wir leben auch nur in einer Welt von Expertisen und von Experten und von Wissenschaftlern und von jetzt gerade in der Corona-Zeit Corona-ratgebenden Wissenschaftlern, Epidemiologen und Virologen und Immunologen, wie sie auch immer heißen. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit nur auf diese Menschen und vergessen alles andere, was da auch noch da ist, außer diesem Coronavirus. Und der Bewältigung einer Pandemie, das ist ja das Gleiche, also auch sehr stark auf eine Einseitigkeit bezogen. Also nur ich und ich selber dreht sich nur alles um meine Geschichte oder berühren mich dann nachts, wenn ich mal aufwache, andere Personen gefühlsmäßig, die ich dann hineinschlüpfen, von denen ich dann auch träume, meinetwegen. Oder solche Dinge. Also mit anderen und mit anderen sein, das ist ja das Tolle im Menschsein. Also der einzige Sinn unseres Menschseins ist ja nicht nur, dass wir eben in die Welt hineingeworfen wurden, um uns zu behaupten und einseitig da zu dominieren oder unterzuordnen, sondern dass wir uns austauschen mit allem anderen, dass wir hineingehen in alles andere und da drin sind und damit sind. Wir sind gemeint und wir sind wichtig, aber das andere und die anderen sind genauso wichtig. Das ist der Punkt. Und insofern bin ich manchmal als Psychotherapeut müde, diesen einseitigen Selbst, diese einseitigen Selbstbezogenheiten zu sehen. Ja, mein Gott, und ich habe schon wieder was auszusetzen. Und wie kriege ich das auf die Reihe? Wie kann ich das konditionieren, um da besser zu werden? Wie gesagt, dieser schreckliche Ausdruck Selbstoptimierung. Und das ist viel zu viel. Also mir sind Menschen sehr lieb, die dann auch einerseits sehr stark sind, sehr, sehr stark in ihrer Art, sehr, sehr. Aber stark sind sie durch ihre Liebe, durch ihr Mitgefühl, durch ihr Dasein mit den anderen Menschen und mit dem anderen. Tiere, egal was, Pflanzen, Bäume, Klima, ist egal. Dadurch sind sie stark. Das macht uns stark und nicht unser Ego, das uns stark macht. Unser Ego, das uns ausufern lässt und nur auf uns selbst bezogen ist, in dem Sinne, die Welt kann ich ohne mich, das ist es ja nicht. Also so etwas, und da ist es für mich wichtig, eine Psychotherapie zu relativieren und zu sagen, mein Gott, hier wäre mal umfangreicher, nimm dich nicht so wichtig. Ich habe bei Borderlinern immer so diese Methode drauf gehabt, zu sagen, so, ich gebe dir eine Aufgabe, du dienst einem anderen Menschen, du hilfst deiner alten Frau, wem auch immer, damit sie bloß von sich wegkommen, von ihrer Bezogenheit und damit auch noch kokettieren, dann, das ist nicht der Weg in der Form. Und insofern ist tatsächlich eine Ausweitung. Und insofern sehe ich Psychotherapie sehr begrenzt und in der Aufgabe, sich auch weiter ausweiten zu können. Ja, Entschuldigung, kurze Unterbrechung, wie das so im Leben ist.
Ja, ich meine nicht eben diese Besonderheiten, die ja wirklich wichtig sind für uns alle als Individuen, weil wir nun mal die sind, die wir sind. Und es ist ja auch so gewollt, dass jeder von uns einmalig ist auf dieser Welt, obwohl Menschen so viele Gemeinsamkeiten haben und so viele Standards haben, die möglich sind und die wir natürlich erkennen können und die wir berücksichtigen. Aber wenn du immer wieder merkst, mein Gott, jetzt habe ich eine Periode, da bin ich krank und dann habe ich eine Periode, da habe ich meinetwegen Klimakterium oder als Mann, ich muss meine Karriere beweisen und mich in den Vordergrund spielen und immer wieder da sein und diesen Büroalltag tatsächlich standhalten und noch mehr als standhalten. Ich muss mich gegenüber den anderen abgrenzen, ich muss mich profilieren und all das geht ja letztendlich immer wieder nur um mich. Um mich als Person, um dich als Person, um das einfach auch hier auszuweiten, was mit dem Ich gemeint ist. Das heißt, wir verbringen ein ganzes Leben lang mehr oder minder damit, dass wir uns immer wieder in einem gewissen Mittelpunkt sehen. Und wie gesagt, es ist egal, ob ich jetzt ein Schüchterner bin, ein vollkommen verdruckster Mensch, der sich nur noch unterordnet und unterwirft, oder ob ich ein sehr dominanter Mensch bin, der absolut Furore um sich macht und sich wichtig findet und unentbehrlich sieht, ohne den ein Unternehmen, eine Institution, eine Kirche, was auch immer nicht läuft. Es ist egal, wie rum. Es kann im Minimalmaß sein oder in dem Maximalmaß sein als Mensch. Es geht immer wieder um das Ich. Und hier wirklich so die Frage und die mehrfache Frage, ist das alles in dem Sinne? Bist du nicht auch jemand, bin ich nicht jemand, sind wir nicht jemand, der die Welt auch wahrnehmen kann? Die Welt, in der wir uns befinden? Die Landschaften, die Atmosphären, die Wetterbedingungen, der Bereich, der geografische Bereich dessen oder dort, wo wir uns befinden. Also eine Welt wahrnehmen und uns eine Welt durchdringen lassen, die ja immer wieder sehr unterschiedlich ist, natürlich über uns läuft. Denn das ist ja der Sinn, dass wir als Menschen auf der Erde sind. Es läuft durch dich, durch mich, natürlich. In dem Sinne ist es gefärbt von dem Ich, von dem Egozentrischen in dem Sinne. Und es muss auch gefärbt sein, um es nochmal zu sagen. Aber dass ich es dann festhalte für mich, dass ich dann sage, ich nehme es für mich in Anspruch, es ist mir jetzt gerade zugute gekommen und das fülle ich aus und das nehme ich an und dann mache ich was draus um meiner selbst willen, damit ich reicher werde, damit ich gebildeter bin, damit ich mehr Expertin, Experte werde. Das ist das Problem. Ich meine, es gibt so vielerlei auf der Welt, auf der Erde und über das auch hinausgehend, dass wir uns immer wieder auch in einer bestimmten inneren Haltung darüber im Klaren werden können, dass es nicht nur um diese wahrnehmende Person geht, die es dann für sich alleine in Anspruch nimmt, sondern es ist ja wirklich etwas Durchdringendes. Wir nehmen an der Welt teil und die Welt nimmt an uns teil als gewollte Menschen und damit natürlich Individuen. Aber es ist doch etwas Verteiltes, das möchte ich unterstreichen. Es ist das, was einerseits in einer Person sehr zentral wirkt im Sinne des Ichs und andererseits dadurch eben in die Welt wieder hineingetragen wird. Also wirklich in der Art, dass du etwas gibst, dass du zur Verfügung stehst, dass du hilfreich bist, dass du etwas draus machst für andere oder für anderes, meinetwegen für den Klimawandel oder für was du dich auch immer engagierst. Du bist da, um eben dein Potenzial, dein ganz persönliches Potenzial in die Welt zu tragen und vielleicht ins Universum zu tragen. Also wenn du spirituell orientiert bist, dann wäre es das. Und das ist doch das Eigentliche, was dich befreit. Ich sage ganz bewusst auch mal wieder diesen Ausdruck der Befreiung. Diese Befreiung ist vor allem eine Befreiung von uns selbst, von unseren Eigenarten,
von unseren Seltsamkeiten, von unseren Zumutungen. Und Achtung, jede Partnerschaft, um es nochmal zu sagen, jede Freundschaft ist auch eine Zumutung. Wenn man länger mit Menschen zusammen ist, dann ist das immer eine wechselseitige Zumutung, weil es eben starke Personen sind, negativ, positiv, egal wie rum. Und da denkst du ja, oh, jetzt lass gut sein, lass uns meditieren, lass uns stille sein, lass uns einfach nur zusammensitzen und was geschehen lassen, dann spüren wir nicht so die krächzende Stimme von dem Menschen oder die besondere Art und Weise, wie er plump da durch die Gegend läuft oder was auch immer das ist, sondern wir relativieren uns, also wir nehmen uns zurück, das will ich damit sagen. Dieses einerseits sehr stark sein in dem eigenen und in der eigenen Verantwortlichkeit und etwas aus dem eigenen Leben machen, aber es dann doch hinaustragen in etwas anderes oder hineintragen in etwas anderes hinein. Damit das andere dann auch, die anderen Dinge, wie vielfältig sie auch sind, genährt werden dadurch oder bereichert werden oder ausgeglichen werden. Das ist doch das Interessante. Und erst in dieser Einstellung verliere ich doch meine Eigenbezogenheit, meine nur auf mich gerichtete Eigenbezogenheit. Mir geht es so schlecht, mir geht es so gut und mir geht es immer nur so gut und nur mir geht's gut und ich fühle mich wohl. Und dann sagst du, du fühlst dich nicht wohl. Warum fühlst du dich nicht wohl? Sei so wie ich und dann fühlst du dich wohl. Das ist es nicht. Sondern das Loslassen immer wieder von der eigenen Befindlichkeit. Und insofern hat Brecht recht, indem er sagt, interessanterweise reimt sich das auch noch, Brecht hat recht, wenn er sagt, wer bin ich? Und wenn ja, wenn ich überhaupt in dem Sinne bin, das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, wie viele? Und da würde ein Buddhist sagen, ganz viele, es gibt keine Persönlichkeit. Im Buddhismus gibt es keine Persönlichkeit. Vielleicht, weil es keine geben darf, aus diesen Gründen, aus diesen jetzt genannten Gründen, weil wir dann zu egozentrisch werden und zu abgehoben und nur noch um uns selbst drehen. Vielleicht aber auch, weil sie wirklich durchblicken, meinetwegen. Und das haben ja andere Spiritualitäten in ähnlicher Weise. Und zu sagen, du bist immer wieder in der Gefahr des Egozentrischen, also relativiere dich. Stell dich zur Verfügung, höre einfach nur zu, sei still, bemerke, nehme die Welt in dich auf, lass sie durch dich laufen. Du bist wichtig und gleichzeitig unwichtig. Du bist enorm in deinem Charme, in deinem Charisma, aber es kann leicht überborden und dann wird es schwierig. Also wenn sich nur immer wieder alles um einen selber dreht. Deswegen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch finde ich es immer wieder so interessant, einerseits zum Beispiel zu dominieren, als Therapeut, als Gruppenleiter, als Seminarleiter, als Dozent, als Ausbilder, als Regisseur. Also wirklich zu wirken in dem Sinne und im gleichen Moment eigentlich sich mich zurückzunehmen, zu sagen, okay, es sind die anderen Menschen jetzt gerade da, das ist dieser Schauspieler, diese Schauspielerin, dieser Mensch, der eine Not hat oder der eine Freude hat und ich kann dem einfach beiwohnen und nicht draufwohnen und nicht noch eins für mich selber dann daraus ziehen, sondern ich bin in diesem Erstaunen, was es alles so gibt in der Welt und wer da alles so ist. Und dann kann ich mich sehr, sehr zurücknehmen und geradezu zurückziehen. Jetzt nicht im Rückzug, im beleidigten Rückzug, sondern in dem, ich relativiere mich, bin ganz klein. Und andere sind jetzt gerade im Vordergrund und ganz groß. Und auf der anderen Seite ist eben das andere auch wieder möglich. Also da einen Ausgleich finden zu können und dieser Herausforderung gerecht zu werden, das ist interessant für uns als Menschen. Und insofern ist das Ich, es dreht sich nur alles um mich, um meine Krankheit, meine Bedeutung, mein Vaterdasein, mein Ehemanndasein, mein Unternehmerdasein, mein Künstlerdasein, weil ich so wertvoll bin und so wichtig und der Welt etwas eben auch ja, wegnehme, nehme ich es der Welt dann weg, wenn ich es nur für mich beanspruche. Ich habe mal gehört von Picasso, der war unheimlich geizig und ich kenne einige Künstler, so unter anderem auch Freunde von mir, die ihre Dinger nicht hergeben, die ihre Bilder nicht hergeben, die das geizig für sich behalten, weil es ein unschätzbares Werk
ihrer selbst ist. Und da frage ich mich, was ist denn da los? Ein Kunstwerk ist dafür da, dass es in die Welt kommt. Und wenn du dafür 100.000 Euro kriegst, okay, kannst du ja wieder spenden oder was weiß ich. Oder eben nichts bekommst, das ist egal. Aber es ist doch dafür da, dass es jemand sieht, so wie ich eben hier auch nicht mehr publiziere in dem Sinne, dass ich sage, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Das ist ja immer noch total in, ich schreibe ein Buch. Und wie viele Verlage bereichern sich zurzeit daran, an dem Gusto der Leute, ich schreibe ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben über meine, oder was ist dann meistens irgendeine Erzählung aus einer Biografie, die ja auch Milliarden Menschen mit dir teilen. Auch. Also das ist so irgendwie so einseitig. Ich käme gar nicht auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, irgendeinen Lektor vor mir gesetzt zu bekommen und dem nach Verlagspfeife zu tanzen und all die Geschichten, sondern glücklicherweise darf ich hier so publizieren bei YouTube, und wenn es YouTube nicht gäbe, gäbe es was anderes in der Form. Und da können wir uns mitteilen, wenn es sein muss, der ganzen Welt, und wenn es sein muss, auf Englisch. Und das ist dann auch nochmal toll, weil es ein ganz anderes Publikum erreicht, nochmal eine andere Reichweite hat und das. Aber auf einfache Art und Weise sich mitzuteilen, vielleicht nimmt der eine oder andere etwas auf davon und es bereichert sie und ihn. Und dann ist gut, also eine Zeit lang und nicht für alle Maße, und ich habe Hau gesprochen, wie Rudolf Steiner, wie die, all diese Größen hießen, Sigmund Freud, und die waren ja alle so auch in einer Alterskohorte damals im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, und haben unheimlichen Trara um sich selber gemacht, um ihre Person. Oder es wurde dann in einer Huldigung ein Trara um diese Person gemacht. Und glücklicherweise leben wir ja nicht mehr in der Zeit, obwohl man manchmal den Eindruck haben könnte, wir leben auch nur in einer Welt von Expertisen und von Experten und von Wissenschaftlern und von jetzt gerade in der Corona-Zeit Corona-ratgebenden Wissenschaftlern, Epidemiologen und Virologen und Immunologen, wie sie auch immer heißen. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit nur auf diese Menschen und vergessen alles andere, was da auch noch da ist, außer diesem Coronavirus. Und der Bewältigung einer Pandemie, das ist ja das Gleiche. Also auch sehr stark auf eine Einseitigkeit bezogen. Also nur ich und ich selber, dreht sich nur alles um meine Geschichte, oder berühren mich dann nachts, wenn ich mal aufwache, andere Personen gefühlsmäßig, die ich dann hineinschlüpfen, von denen ich dann auch träume meinetwegen. Oder solche Dinge. Also mit anderen und mit anderen sein, das ist ja das Tolle im Menschsein. Also der einzige Sinn unseres Menschseins ist ja nicht nur, dass wir eben in die Welt hineingeworfen wurden, um uns zu behaupten und einseitig da zu dominieren oder unterzuordnen, sondern dass wir uns austauschen mit allem anderen, dass wir hineingehen in alles andere und da drin sind und damit sind. Wir sind gemeint und wir sind wichtig, aber das andere und die anderen sind genauso wichtig. Das ist der Punkt. Und insofern bin ich manchmal als Psychotherapeut müde, diese einseitigen Selbstbezogenheiten zu sehen. Ja, mein Gott, und ich habe schon wieder was auszusetzen. Und wie kriege ich das auf die Reihe? Wie kann ich das konditionieren, um da besser zu werden? Wie gesagt, dieser schreckliche Ausdruck Selbstoptimierung. Und das ist viel zu viel. Also mir sind Menschen sehr lieb, die dann auch einerseits sehr stark sind, sehr, sehr stark in ihrer Art, sehr, sehr. Aber stark sind sie durch ihre Liebe, durch ihr Mitgefühl, durch ihr Dasein mit den anderen Menschen und mit dem anderen. Tiere, egal was, Pflanzen, Bäume, Klima, ist egal. Dadurch sind sie stark. Das macht uns stark und nicht unser Ego, das uns stark macht. Unser Ego, das uns ausufern lässt und nur auf uns selbst bezogen ist, in dem Sinne, die Welt kann ich ohne mich, das ist es ja nicht. Also so etwas, und da ist es für mich wichtig, eine Psychotherapie zu relativieren und zu sagen, mein Gott, hier wäre mal umfangreicher, nimm dich nicht so wichtig. Ich habe bei Borderlinern immer so diese Methode drauf gehabt, zu sagen, so, ich gebe dir eine Aufgabe, du dienst einem anderen Menschen, du hilfst deiner alten Frau, wem auch immer, damit sie bloß von sich wegkommen, von ihrer Bezogenheit, und damit auch noch kokettieren, dann, das ist nicht der Weg in der Form. Und insofern ist tatsächlich eine Ausweitung, und insofern sehe ich Psychotherapie sehr begrenzt
und in der Aufgabe sich auch weiter ausweiten zu können.